Herzlich willkommen zum literarischen Adventskalender des unrasierten Apostels der Liebe. In diesem Jahr 2026, ich kann es gar nicht oft genug sagen, lese ich aus unterschiedlichen Andachten, aus unterschiedlichen Bibelleseplänen der YouVersion Bible App, die ich sehr gerne immer wieder bewerbe, weil sie ein wunderbares digitales Hilfsmittel ist. Und heute Morgen lese ich zunächst den Vers aus Jesaja 9, 5 bis 6. Jesaja hat ganz wichtige Informationen von Gott empfunden, die er der Welt weitergegeben hat, vor allem in den Kapiteln 9, 8, 9, 10 und 11, aber auch später natürlich, ihr müsst ihn einfach selber mal lesen. Jesaja ist Punk, hat ein befreundeter Theologe mal gesagt, und ich finde, er hat recht. Auf jeden Fall in Jesaja 9, da lesen wir: Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Auf dem Thron Davids wird er regieren und sein Reich auf Recht und Gerechtigkeit gründen, jetzt und für alle Zeit. Der Herr, der allmächtige Gott, wird dies eintreffen lassen. Leidenschaftlich verfolgt er sein Ziel. Wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst, endlose Herrschaft. Er festigt, er stützt, er bringt Gerechtigkeit für alle Zeiten. Er ist allmächtiger Herr. Wow. In nur zwei Versen finden wir so viele unbeschreiblich große Aussagen über unseren Gott, mit dem wir heute in einer persönlichen Beziehung leben dürfen. So oft beten wir und bitten Gott um sein Eingreifen. Aber rechnen wir auch wirklich mit Gott als dem wunderbaren Ratgeber? Ich höre heute Morgen zudem dieses wunderbare Album von den Flower Kings, Waiting for a Miracle. Das ist es doch. Wir warten auf ein Wunder. Wir warten darauf, dass etwas in unserem Leben geschieht, das die Not wendet, die wir empfinden und die auch tatsächlich da ist. Aber wohin schauen wir? In welche Richtung schauen wir? Woher erwarten wir, dass dieses Wunder kommen soll, dass dieses Wunder sich ereignet, dass die Hilfe in unser Leben kommt? Rechnen wir mit Gott als dem wunderbaren Ratgeber? Rechnen wir mit ihm als dem starken Gott und ewigen Vater? Ist Gott in jedem Gebet unser Friedefürst, dass sich Friede hoffnungsvoll und wohlig in uns ausbreitet? Glauben wir in jedem Gebet an seine große, endlose Herrschaft? Also vertrauen wir darauf, dass er die Dinge richten kann, dass er schon weiß, was er tut und dass er einen Plan hat, wie er uns nach Hause bringen wird? Rechnen wir mit seiner Gerechtigkeit? Unterm Strich, es kommt darauf an, was unterm Strich bei rauskommt. Rechnen wir mit seiner Gerechtigkeit? Und der Autor dieser Andacht in diesem Bibelleseplan schlägt uns vor, dass wir heute einmal unsere ganze Leidenschaft für Gott in ein persönliches Gebet hineinlegen, um mit seinem mächtigen und übernatürlichen Eingreifen rechnen. Vielleicht auf ungewöhnliche Weise, vielleicht an ungewöhnlichen Orten. Sei offen dafür. Es kann alles passieren. Denn wenn wir von einem Gott reden und mit einem Gott rechnen wollen, dann reden wir von jemandem, der übernatürlich ist, der jenseits all dessen steht, was wir
sehen und erfassen können mit unseren Gedanken, mit unseren Sinnen. Und das ist ja gerade der Clou an Weihnachten, dass dieses übernatürliche Wesen, das wir Gott nennen, auf die Erde kommt und ein Mensch wird, dass er etwas mit uns zu tun haben will. Damit wünsche ich dir einen wunderbaren Tag und bin gespannt, falls du es gerne mit anderen teilen möchtest, schreib es doch in die Kommentare unter dem Video, was du auf dieses leidenschaftliche, persönliche Gebet hin, das du heute vielleicht mal ausprobierst, erlebst. Und dann freue ich mich drauf, dich morgen wiederzusehen, wenn wir ein neues Hoffnungstürchen im literarischen Adventskalender des unrasierten Apostels der Liebe 2021 öffnen werden. Bis dann.